Hoch die Hände, Wochenende. Schönen guten Tag. Willkommen zurück zu 7 Days to Die an diesem wunderschönen Freitag. Hi Minias. Guten Tag. Ja, wir haben so ein bisschen gekloppt. Wobei, so lange war es jetzt gar nicht. Ne? Wir haben vielleicht 5 Minuten, 10 Minuten. Maximum, ja. Haben uns unterhalten. Ready. Gang ist zwar hoch, läuft sich schon viel angenehmer, weil man nicht ständig durch die Wände backt. Ja. Und hier sind wir auch richtig. Bisschen Gravel wäre jetzt cool. Oh. Hier ist übrigens Eisen, oder? Nee, das sah nur so aus. Hier war so. Ja, wir können aber alle Richtungen ausbrechen und dann. Ah. Muss jetzt noch nicht, wir haben erstmal genug. Wieso komme ich hier nicht hoch? Das ist zum Heulen, ne? Ich habe das früher immer so eingebettet. Warte mal. Na? Wie kann ich den großen Stein? Ich kann dir sagen, warum man nicht hochkommst, weil deine Decke anstößt. Du musst genau mittig stellen. Hier ist übrigens Eisen mittendrin, habe ich gerade gesehen. Hier ist mittendrin? Auch nochmal. Hier ist. Oh, das ist die Sonne. Das ist wahrscheinlich die Sonne. So, wir müssten. Du hast doch gesagt, du hast Beton. Wollen wir nicht mal den Gang hier oben fertig machen? Dass der durchgeht und keinen. Weißt du, dass man durchrauschen kann praktisch. Dass wir das Ding einmauern. Ja, Verbindung zum Gefängnis steht. Wir kommen praktisch dann in der Mitte raus. Da müssen wir drüben den Turm hochziehen. Das können wir auch drüben machen, ne? Ja. Dann können wir die Rampe drüben bauen. Das können wir alles in der Nacht machen. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Ich würde jetzt erstmal Concrete mixen. Mhm. Hast du Fortschein? Dann würde ich uns neue Messer machen. Müsste in der Forge sein. Ja, 65. Würde ich kurz anwerfen. Hast du Holz zufällig? Ja. Gib dir alles. So, dann mache ich kurz Hunting Knife. 2 Stück. Craft. So, schmeißen wir mal neues Zeug an hier. Moment, was kannst du für Schaufeln machen? 300er, oder? Ja. Ich habe aber irgendwo, ich habe hier sogar eine Stahlschaufel. Aber ja, ob die jetzt auch besser ist, weiß ich nicht. Moment, dann könnte ich die andere reparieren. Ah, nee, kann ich nicht reparieren, weil ich keinen Forged Steel habe. Aha. Doch, hier ist was, in der linken Kiste. In der linken Kiste? Mhm. Ja, Kisten sortieren ist ja ein Thema, haben wir letzte Folge angesprochen, dass manch einer durchdreht, wenn man voll im Inventar und Kisten loszieht und so weiter. Ich repariere jetzt mal die Axt. Die Schaufel. Werden wir drüben aufbauen. Also hier ist ja unser, ich nenne es jetzt mal Arbeitsraum. Da hat auch jemand gefragt, warum haben wir eine Tür drin hier vorne, wenn wir den Rest der Fenster rausgeschlagen haben? Weil hier Beton reinkommen sollte. Das ist das langfristige Ziel. Natürlich ist diese Tür hier sinnlos, wenn die anderen Fenster offen sind. Absolut richtig. Ach, man gibt's könnte auch so leben. Geht auch. Also rein theoretisch kommt hier kaum kein Zombie hoch. Es sei denn, Spider-Zombie würde hier die... Oder ein Cop würde die Frames kaputt rotzen und dann kommt Spider-Zombie hoch. Aber wir machen das noch zu. Das wird noch zu. Ja. Das wird eine Festung auf jeden Fall. Hast du noch mal ein bisschen Holz für mich eventuell? Ja, natürlich. Ich gebe den Rest wieder. Ja. Da ist so eine Wrench, eine 300er Wrench in der Werkbank. Ich habe eine 300er einstecken. Okay, super. So, das und... Achso, oh. Die Spitzhacke könnte ich dir wieder geben. Oder soll ich die eine reparieren? Eine könnte ich reparieren. Repariere ich, ja. Dann habe ich, hier sind Forged Iron, genau. So, essen und trinken nicht vergessen. Achso, hier, wenn Messer. Kleine Steine, wenn du hast, kannst du einfach mal den Zementmixer reinschmeißen. Messerchen. Ich habe den einen oder anderen Stein, habe ich. Sehr gut. Die 7000 Steine packe ich doch gerne mal hier rein. 7000? Oh. Wie steht der? Und das Forge Iron mache ich in die rechte Forge, wa? Ah, ja. Mehr aufteilen, macht Sinn. So, dann repariere ich die andere auch, die andere Spitzhacke. Ja, wir brauchen einen zweiten Mixer. 280 geht so runter. Die Spitze da, die willst du eine wieder haben, oder? Nee, brauche ich nicht. Okay. Engine, Mechanical Part 10, ein Motörchen und Federn. Federn, Mechanical Parts, 2 Motoren. Was mir gerade einfällt, ich habe dort drüben den Gang gemacht, aber wir haben das unten noch nicht, wir haben noch keine Leitern in den Gang reingemacht, oder? Stimmt. Die Leitern habe ich mich noch einstecken, das sollten wir jetzt mal machen. Hast du noch ein Gras, Alter? Zwei habe ich in der Tasche. Jetzt hier, ne, zwei einen Riesensack. Haben wir sonst noch? Hier sind noch 2 Hayballs. Hey. Kleiner Pirat. Okay. Immer nur Schiffe versenken. Bad ist hier doch nicht das Wahre. Hey. Könnte ich doch gar nicht. Die Zeiten sind hart. Jetzt so, ich mache jetzt hier richtig Beton-Action. Ich bin draußen übrigens. Okay.
Ja, Beton-Action. Machen wir erstmal den Gang nach unten. Hübsch, dass wir da hoch und runter gehen können, ohne. Hübsch. Ja, machen wir. Boah. Was fehlt denn da noch? Um was zu machen? Nee, ich dachte gerade nur beim Zement. Nee, ist alles gut. So, wenn wir den Herd dann noch ein bisschen versetzen, beziehungsweise sehe ich schon, ich habe eine Vision. Was hast du denn oder was denkst du denn gerade? Die andere Wand auf der anderen Seite, dass wir da so 7, 8 Porches hinstellen, wo dann schön Stein durchballern kann. Und das dauert halt echt am längsten. Hier oben? Ja, hier in unserem Häuschen. Achso, ja. Ja, sollen wir noch Porches machen? Ich meine, Leder haben wir genügend. Ja. Was brauchen wir nochmal? Kleine Steine, Clay. Dass wir dann echt Steine anschmelzen können. Ich baue jetzt nämlich 3 Zementmixer. Leder 9. Wir hatten doch mal so viel Leder, wo ist denn das alles? Ich habe Lederponchos gemacht. Rüstung müssten wir uns auch mal überlegen, ne? Können wir auch mal forgen. Stimmt. Da war ja was. Nur so als, nur als Idee. Könnten wir mal tun. Da muss ich morgen mal ein bisschen Leder holen. Ein paar Forges kann man schon mal machen. Wir müssen doch Leder haben. Wir hatten doch irgendwie 5 Millionen Couches auseinandergenommen aus dem Ja, ich wundere mich auch. Hast du noch was in der Tasche? Weißt du, was wir am nächsten Mal machen, wenn es wieder. Nein. Wenn es wieder hübsch ist. Nee. Also wenn es wieder Tag ist. Wir gehen mal in dieses Krankenhaus. Um ein bisschen Abwechslung zu kriegen. Krankenhaus? Du meinst denn in das größte Dungeon? Ach, da ist Leder, was dieses Spiel zu bieten hat. Ist das Krankenhaus? Ja. Okay. Du meinst hier Hitachi-Dingsbums, das Hochhaus, ne? Richtig. Ja. Ich glaube, das ist so das Fetteste, was es gibt. Okay, dann gibt das eine lange Folge. So, Leder kommt. Warte, das brauche ich dir ja gar nicht. Warte, platt machen. 163 Leder wären 8 Forges. Machen wir schon mal die 8 Bellows. Wuff, wuff. Wuff, wuff, 8 Bellows, ja. So, das weg. Ein bisschen Eisen. Was brauchen wir denn? 3x3 sind 9. 4x4 16. 5x5. 25, 2. Ich vergesse immer, dass wir die Workbench gehen wir mal rüber. Ganz kurz, oder? Okay, ich. Rüber in den Knast? Nein, ich wollte jetzt hier gerne zumachen. Also, das wäre so das Erste. Ja. Dass wir hier die. Kann man eigentlich so ein Dings wegnehmen? Bricht das zusammen? Nee, die Leiter hält sich übereinander, oder? Sollte, ja. Hast du mal Beton? Also, Betonklötze? Noch nicht. Das dauert noch ein paar Minuten. Okay, das dauert noch. Okay. Dann setze ich den Frame wieder ein. Bevor hier ein Unglück passiert. Ich habe 3 Stück. Immerhin, ne? Naja, das ist übersichtlich. So, hier war ja schon Heu. Nein, doch nicht. Psch, tot. Ich muss auch jedes Mal wieder überlegen. So, hatten wir? Ja, hatten wir. Also ich gehe jetzt mal rüber. Wieso kann ich nicht sprinten? I don't know. Warte, ich sprinte. Das ist nur, in diesem Tunnel fühlt sie sich an hier wie beim Warpflug von Millennium Falcon. Ja. So. So. In welche Richtung geht's hoch? Das ist eigentlich egal. Da mache ich gerade aus die Leitern, ne? Dann schlage ich jetzt erstmal hier ein bisschen ein Räumchen. Mhm. Nee, Moment, ich setze erstmal die Leitern. So, warte mal, lass mal zu überlegen. 1 frei und dann die Heuballen, ne? Und dann kommen die Leitern. So. So. 3x3 langt eigentlich auch. Ich habe, glaube ich, jetzt viel zu viel gemacht. Was? 3x3? Ja, wo ich die Heuballen setze. Ach so, ja, das reicht. Ja. Einer würde theoretisch, aber. Nee. Ich wollte 5x5 machen. Aber du fällst ja in dem Gang hier ziemlich senkrecht runter, von daher macht das gar keinen Sinn. So, das Ding weg. Mal eben kurz wieder sortieren hier. Okay. So. Reserve. Warte mal, kann ich auch das Heuballen-Quatsch hier abbrechen? Das Heuballen-Quatsch habe ich abgebrochen. So. Langt das schon? Warte mal, da ist der Dings, da ist der Bums, da. Yay, Mixer! Ich habe zu weit abgebaut, aber ist mir jetzt auch egal. So, lass das mal probieren. Abbruch. So. Mal kurz mich hier. Organisieren immer so. So.
nichts. So, jetzt haben wir 9. Das langt. So, und das müsste das hier... Genau. Achso, sollen wir die Leiter weitersetzen? Setz die Leiter weiter. Neuer Song. Setz die Leiter weiter. Genau. Setz die Leiter weiter, Schatz. Ich... So, Crush 10, 12 Minuten, alles klar. Und, was mache ich denn, ey? So. Zack, Mix und gib ihm. Zack, zack, zack. Okay. Leiter ist da, ich mach den Test. Wenn ich jetzt tot bin, bin ich tot. Schnellreise. Ah. Was der immer einfedert, da denkst du, die kommen die Knie in den Ohren raus, ey. Ja. Er müsste gehen. Also, was cool, müsste super. Gehen? Es geht. Ich mach noch den hier links, mach ich noch weg. Sollen wir das vielleicht so machen? Wir haben ja dann sozusagen zwei Hauptgebäude, dass wir einen Schlafsack im Gefängnis legen und der andere legt seinen Schlafsack hier hin, damit wir keinen Respawn haben an Zombies. Wäre doch vielleicht nicht so doof, ne? Vom Gebäude her, ja, können wir machen. Jo, 2 Minuten noch bis zum nächsten Betonmixer. Ja, und dann Chemiestation, das wäre natürlich auch mal cool. Also eine Mine wäre geil. Ja. Eine Mine wäre super, wenn wir da irgendwie Potassium finden würden. Ist im Schnee auf jeden Fall zu finden, aber Schnee haben wir noch nicht, ne? Nee. Ich komme zurück. Aha. Oh, durch den Gang. Ich sehe das hier auf dem Vorschaubild von der Aufnahme. Kriegst einen Drehwurm hier. Läuft. Schön. Ah, wir haben hier einen Felsen unterhalb. Alles klar. Was? Ja, wir haben hier einen Holzblock sitzen unterhalb der Leiter. Der ist unnötig. Ah, okay. Clay. Clay haben wir nicht, ne? Nee, gut, dann gehe ich jetzt Clay holen. Die Zeit ist reif für ein bisschen Buddelei. Gib mir Clay, gib mir Clay, gib mir Clay. Wo muss ich denn hin? Ohne Clay. Das ist doof. So. Da ist Clay. Ach komm, laufen wir dahin. Wieso kommen wir nicht hoch? Was ist das Geheimnis, was drüben so gut funktioniert, was hier nicht gut funktioniert? Ich werde es nachher versuchen, und zwar die Leiter noch so ein bisschen einzumauern. Links und rechts. Du meinst, dass es jetzt doch an dem Links liegt, weil bei dem anderen ist Stein dahinter, weißt du? Ja, ja. Also ich glaube nicht, dass es an dem Material liegt, was dahinter ist, sondern was eher so drumrum ist. Dass man geführt wird, meinst du? Ja. Kann ich nicht Heuball nehmen? Die müssten einen doch, weißt du, was ich meine? Versuchen wir ja. Die Heuballen müssten einen doch auch führen, aber nicht. Weißt du? Ja. Man stößt oben an der Decke an, anscheinend. Trink. Ja, so ein kleines auch Stückchen. Aber ist die Frage, wenn man auf den Heuballen. Nee, schlägt man eigentlich nicht auf. Wir testen das nochmal aus. So, ich habe Heuballen links und rechts gemacht. Aber die führen eigentlich wirklich, man kann trotzdem hin und her rutschen und. Ja, so ein großer Stein hat eine andere Form. Geometrisch, weißt du, der läuft so spitz zu und der Heuballen ist ja quadratisch und zeigt dir die blanke Seite sozusagen. Ach so, okay. Was ich meine? Vielleicht liegt es daran. Wie sieht aus mit Beton? Der ist oben in der Workbench. Hoffentlich. Nein, um Blöcke zu machen. Ja, die Blöcke sind angesetzt in der Workbench. Okay. Die kommen. Ich hol's gerade Clay für die Forges. Sollte reichen. Concrete mit 10. Schöne Städtchen. 10 Punkte. Ach, Science fehlt da. Wollt's ja auch lernen, aber. Ja, Level 60 müssen wir werden, ne? Was haben wir jetzt? Nee, Concrete Mixing doch nicht. Achso, nee, für Concrete Mixing nicht, aber für Chemiestation Science. Und was war's noch? Was ist denn Miscrafting? Miscellaneous. Ja. Verschiedenes. Woodframes zum Beispiel. Ach so, okay. Quality.
Quicker Crafting gibt's auch. Quality Show ist Scavenging. Scavenging. Lohnt sich alles nicht. Wie war das andere? Da gab es noch irgendeinen so Skill, der sich irgendwie... Bad Mechanic? Ja, genau. Bitte? So, Construction Tools 40. Construction Tools 40 wären 6 Punkte. Shot Iron Pipe. Und dann brauchst du da 20. Nee, okay, vergiss es. Ich heb mal meine Punkte auf. Deine? So, ich habe nochmal 831 Steine. Die packe ich mal in welchen Zementmixer? Links rein. Okay. Das ist eher. So, die ersten Forges kommen. Ich würde sagen, hier drüben halt so, weißt du? Schön eine Reihe Forges machen. Dann kann man da drüber schön Ressourcenkisten setzen. Wollen wir erst die Wand nochmal verstärken? Können wir von außen. Wir haben ja den warte Moment mal, die Wände selber brauchen ja Beton. Haben wir nicht Betonmix irgendwo? Ja, müsste in den Dingern sein. Dann nehme ich mir jetzt mal hier oben 118 raus. Nehmen wir was. Genau. Zumindest. Das wäre die Wand, wo wir die Forge setzen schon mal. Könntest du jetzt nicht ein paar Betonblöcke machen, damit wir... Ein paar haben wir schon. Den Teil, der jetzt aus Holz ist, ersetzen, weil wenn wir das aufwerten, das kostet uns ja ewig Ressourcen. Ja, das können wir machen. Ja, dann helfe ich dir mal. Oh, warte. Das müssen wir peu à peu ersetzen, weil dahinter ist unsere Reling. Bricht sonst weg, oder was? Alter! Ist ja gut, ist ja gut. Setze erst Dings. Ich bin bewaffnet! Und damit würde ich sagen, das Codewort für die heutige Folge lautet Kettensäge. Kettensäge. Hashtag. Ah genau, Hashtag ist auch wichtig bei dem Codewort. Hashtag Kettensäge. Oder Chainsaw, wie ihr möchtet. Oh, ich krieg die Krise. Bis morgen. Bye, bye. Tschüss. Bis morgen. Tschüss. Oh, yeah.